Mein Name ist Gijs Lenaers und ich leite den Rundfunkchor Berlin. Man findet unseren Chor in den Konzertsälen dieser Welt, aber auch in Clubs, Parks, Hotels, Industriehallen, Ausstellungen oder in der Kirche. Heute sind wir in Kreuzberg. Hier leben die verschiedensten Kulturen miteinander. Das Hotel Orania Berlin ist bekannt für seine vielfältigen Konzerte mit KünstlerInnen, die in Berlin leben. Dort habe ich mich mit SängerInnen unseres Chores zum Musizieren verabredet. Sie haben Musik ausgewählt, mit der sie persönlich etwas verbinden. Gleich treffe ich unsere Sopranistin Gesine Nowakowski auf ein Lied. Gesine, du hast ein wunderschönes Lied von Viktor Ullmann mitgebracht. Wieso dieses Lied? Ich habe das jetzt in der Corona-Zeit wieder rausgekramt, weil ich das zu Studienzeiten mir mit einem Pianisten erarbeitet habe. Und jetzt nach 17 Jahren wahrscheinlich, habe ich gedacht, jetzt ist mal wieder Zeit zu gucken, was übrig ist von früher, von der Studienzeit. Und war wieder in Liebe entbrannt zu diesen Texten und zu dieser Musik vor allem. Aber warum genau diese Lieder? Weil du hast bestimmt ganz viele schon gesungen, auch während des Studiums. Ist es die Musik? Sind es die Texte? Das ist beides, aber vor allem befinde ich mich tatsächlich gerade im gleichen Lebensabschnitt, in dem sich Ricarda Hoch befunden hat, als sie diese Texte geschrieben hat, diese Gedichte. Fasziniert hat mich damals schon, als ich noch nicht in dem Alter war, diese Diskrepanz aus einer unglaublich studierten, also eine der ersten Frauen, die studiert hat in der Schweiz. Und also eine sehr gebildete Frau, auch aus ihrer Familie heraus. Dann trotzdem solche leidenschaftlichen und wirklich für die Zeit gewagten Gedichte geschrieben hat. Gewagten inwiefern? Sie sind ja sehr bildhaft und sehr sinnlich. Mhm. Und es war, glaube ich, zu der Zeit schon ein Wagnis, damit an die Öffentlichkeit zu gehen. Das Zusammengehen von Viktor Ullmann und Ricarda Hoch ist ja auch ein sehr besonderes, weil sie sich ja sehr früh sehr deutlich auch positioniert hat gegen die Nazis, trotzdem ein relativ freies Leben, glaube ich, führen konnte. Wie erklärst du das? Nun, sie war, glaube ich, schon eine Frau von Haltung. Sie musste ja auch aufgrund ihrer Geschichte, das ist also eine sehr spannende Geschichte, damals in ihrer Familie Haltung bewahren. Und das hat sie, glaube ich, sehr geprägt in ihrer Jugend und hat sich dann so weitergetragen. Sie hat in sehr jungen Jahren eine Affäre mit ihrem Schwager gehabt. Ihre Schwester war verheiratet mit, witzigerweise, Richard Huch. Sie hatte über 6, 7 Jahre diese Affäre, die dann irgendwann nicht mehr haltbar war. Und daraufhin wurde sie also in die Schweiz zum Studium geschickt und ihr wurde auferlegt, keinen Kontakt mehr zu diesem Richard Hugo zu haben. Und hat das aber tatsächlich noch weiter betrieben. Sie haben also über fremde Adressen und Freunde diese Affäre aufrechterhalten, bis sie dann aber doch erst mal andere Männer kennengelernt hat und unter anderem einmal geheiratet hat und ein Kind bekommen hat. Und dann über wieder unendliche Verquickungen mit Richard Huch zusammentraf. Und daraus entstanden dann diese Liebesgedichte. Du hast gesagt, die Texte seien sehr bildhaft. Gilt das auch für die Musik von Ullmann? Ja, absolut. Also die Musik ist so sinnlich und unterstützt in allem, was man sich von den Wörtern erhofft. Wenn du das gleich singst, bist du dann in gewisser Maß Ricarda Hoch oder Viktor Ullmann oder bist du es selber? Was findet da statt, wenn du das zur Aufführung bringst? Natürlich bin ich selber. Und das ist das, weshalb ich Lied für mich als Form gewählt habe. Da kann ich sozusagen Facetten von mir neu entdecken oder überhaupt entdecken und zum Ausdruck bringen. Wollen wir dann? Mhm. Die Duft in Herzen.
ewigen Stand.